Die Welt hat uns verlassen. Wir kämpfen allein gegen einen heimtückischen Feind. Ein Feind, der das Commonwealth zerstört. Vermassel es nicht, Alias. Was der Kanzler will, bekommt der Kanzler auch. Strike an Basis. Absetzmanöver bei Charlie Delta Zero Niner beendet. Ich habe keine freie Schusslinie. Du musst diese Türme ausschalten. Ich habe gehört, dass Sie diese Nanozelle für einen neuen Prozess verwenden wollen. Vermassel es nicht, Alias. Was der Kanzler will, bekommt der Kanzler auch. Strike an Basis. Absetzmanöver bei Charlie Delta Zero Niner beendet. Ich habe keine freie Schusslinie. Du musst diese Türme ausschalten. Ich habe gehört, dass Sie diese Nanozelle für einen neuen Prozess verwenden wollen.
Seite entschieden. Rückzug und neu formieren! Komme rein! Ankunft in etwa 30 Sekunden! Macht die gegnerischen Truppen unschädlich! Ich kann das Ziel jetzt sehen! Halt dich von den Türen fern, Alias! Jetzt wird's heiß! Jetzt hast du echt der Kugel. Das verdammte Ding geht nicht auf! Bitte, tun Sie mir nichts!
Hey Mann, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Scheiße, was war das? Hey! Jetzt hast du echt.
Feuer von links! Zu viel feindliches Feuer! Lasst ihn nicht durch! Gebt alles! Zukunft.
Kontaminationsgefahr. Vor dem Öffnen des Lagermoduls das Kühlsystem abschalten. Verschwinde von dort! Nanotechnologie. Von einem Altor-Wissenschaftler auf dem Mars entwickelt. Gestohlen. Zur Erde gebracht. Wieder und wieder gestohlen. Bis wir, die wir dem Commonwealth gegenüber loyal sind, es besaßen. Wir waren Freiwillige, begierig, als Kanzler Sopots geheime Waffe zu dienen. Ein Heer aus Supersoldaten, aus Kämpfern, die stärker, schneller und schlauer waren als alle anderen. Aber Sopot erkannte, was er geschaffen hatte und fürchtete sich davor. Er befahl unsere Zerstörung. 2000 Soldaten, verändert durch Nanotechnologie. Fast alle wurden von Sopots Elitewache verfolgt und ermordet. Und an unserer Stelle erschuf er nicht denkende Abscheulichkeiten. Wir dachten, wir würden Helden werden. Stattdessen sind wir nun Abtrünnige, die sich mit der rebellierenden Red Faction verbündet haben. Wir sind eine Sechsergruppe, nano-verstärkt, vereint durch unsere Einzigartigkeit und ein gemeinsames Ziel. Shrike. Fahrzeuge. Ein Verrückter, dem der Sinn nach Geschwindigkeit steht. Quill. Scharfschütze. Killer ohne Gewissen. Tangier. Verdeckte Ermittlungen. Geheim und tödlich. Raptor. Schwere Waffen. Die ultimative Zerstörungsmaschine. Ich bin Molov, der Gruppenführer. Und er ist Alias. Sprengstoffexperte. Heute Nacht wird Sopot sterben, zur Ehre des Commonwealth. Sopot überträgt von den Studios im Obergeschoss. Wir bringen ihn um und verschwinden schnell. Ich glaube, ich kann Sie hören. Ja, wir haben Sie in der Falle. Du, da drin, komm mit erhobenen Händen raus. Sieht aus, als werden wir erwartet. Ah! Diese Typen haben mehr Mut als...
Diese Typen haben mehr Mut als Verstand. Ich bin abgeschnitten. Du gehst voran, Alias. Nimm den Fahrstuhl nach oben. Ich schicke dir schnellstmöglich Rückendeckung. Gruppe, sammeln! Tangier, ich bin drinnen. Ich kann das Dach des öffentlichen Infozentrums sehen. Aktivitäten auf dem Heli-Landeplatz. Aber ich stehe zu tief, um es genau zu sehen. Will, Ende. Raptor, heftiger Widerstand. Unterzahl 15 zu 1. Unter Kontrolle. Strike hier! Bin das Schiff losgeworden, wie geplant! Was haben wir als Transportmittel? Ich hol mir mein Kampfschiff! Wir bekommen solch eine Chance nicht noch einmal, also bleib dran. Achtung! Es gibt keinen Grund für einen Alarm. Bleiben Sie an Ihren Schreibtischen. Ihre Sicherheit ist unsere Priorität. Denk dran, die Red Faction unterstützt dich. Bring sofort um und das Commonwealth wird für dich und die anderen eine sichere Heimat. Wenn wir also überleben, verspricht der hübsche Junge, die plötzlich zu töten. Als wenn er siegen könnte, wo Sokos Elite-Waffe versagt hat. Hey, Alias. Ich hoffe wirklich, dass du alleine bist. Bin gleich bei dir. Ja, wir haben uns angeheuert. Und wir sind sicher, solange die uns brauchen. Schnauze, meine Damen. Wir haben einen Job zu erledigen. Bleiben Sie an Ihren Schreibtischen.
Es besteht keine Gefahr. Hey, Alias, ganz alleine hier? Ich weiß, wie man damit umgeht. Scheiße, sie sind bereits an der Tür. Beeilung! Bin jetzt in Position. Dauert etwas länger. Erwischt! So viel feindliches Feuer! Dieser ganze Lärm auf dem Flur und Schüsse. Und sie hatte Angst. Sie bestand regelrecht da. Auf dem indirekten Weg. Jeder, der Panik oder falsche Informationen verbreitet, muss mit militärischen Disziplinarmaßnahmen rechnen. Keinen Grund zur
Achtung! Bleiben Sie an Ihren Schreibtischen. Es besteht keine Gefahr. Hey, Alias. Ganz alleine hier? Ich weiß, wie man damit umgeht. Scheiße! Sie sind bereits an der Tür. Beeilung! Bin jetzt in Position. Erwischt! Meine Aufgabe. Ich werde das nicht aufwischen. Für Blut und Leichen bin ich nicht zuständig. Und lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich kündige. Erwischt! Ich werde ihn vermissen. Es ist anders, als es aussieht. Wir haben eine Besprechung. Da war dieser ganze Lärm auf dem... Hübscher Tisch. Dicke Kanone. Das kriegen wir so nicht. Versuche es auf dem indirekten Weg.
Alias, Deckung. Geh zur Seite, der gehört mir. Bitte sehr. Dann leg mal los. Das wird lang. Dieser Journalist riskiert sein Leben, um aus dem Studio E7 zu senden. Kanzler Sorbo eine Invasion von bösartigen Red Faction-Kräften abwehren. Angier, die Lobby füllt sich wieder. Du musst die Fahrstühle außer Betrieb setzen. Bin dran. Und noch. Wir sehen uns, die sie sich vielleicht erinnern, waren Moloch und seine Gruppe die Überlebenden eines unglaublichen Unfalls, der ihnen besondere Kräfte gab und den Tod von Tausenden. Einer der Angreifer steht jetzt vor dem Reporter. Er scheint schwer bewaffnet und sehr gefährlich zu sein. Er ist auch kein besonders attraktiver Mann. Ich fürchte um mein Leben. Er könnte sich jeden um... Aber ich werde meinen Live-Bericht fortsetzen, bevor er mich erschießt. Live aus dem belagerten ÖIZ in Sofa City. Ein bewaffneter Rebell bedroht unseren Reporter mit einer Waffe. Aber bis jetzt hat er kein Wort davon gesagt, seine Waffe zu benutzen. Vielleicht respektiert dieser Der Rebell flieht nun von hier. Wahrscheinlich, weil er von den mutigen Leuten Sofas vertrieben wird. Für jeden unter Ihnen, der es jetzt eingeschaltet ist. Eines der Ereignisse des Tages ist die Heldenhaftigkeit. Dieser Reporter kann die Freiheit des Terroristen einfach nicht fassen, der ihn zusammenfasst. Dies, liebe Zuschauer, ist genau das, was wir von den Amerikanern erwarten können. Hier! Ich komme mit Luftunterstützung! Ankunft in circa 2 Minuten! Gut, Shrike. Benötige Statusberichte von allen. Ich habe Sichtkontakt! Tangier, ich bin in der Lobby.
Mache Fortschritte. Ich schieße sie zu schnell ab, um sie zählen zu können. Über deine Leiche. Sopot, stirb. Sopot ist sicher. Wiederhole. Sopot ist sicher. Nicht schlecht. Sopots Wache aus. Dringen zum Dach vor. Er kann nirgendwo hin. Mit etwas Geschick haben wir ihn. Hinter Sopot her! Ich gebe euch Deckung! Ja.
Stützen nicht viel anrichten. Du machst Fortschritt. Greife jetzt an. Nimm sie hart ran. Mach, was immer auch nötig ist. Hey, Chef. Gibt Echo jetzt die Befehle? Nein. Halte dich einfach an den Plan. Jawohl. Hier gibt's nichts abzuschießen. Quail? Immer noch keine Abschüsse. Alles hängt von dir ab, Alias. Schick ihm eine Kugel von mir. Thank you.
Hier gibt's nichts abzuschießen. Well? Immer noch keine Abschüsse. Alles hängt von dir ab, Alias. Schick ihm eine Kugel von mir. Nicht umsonst gewesen sein. Sopot muss sterben. Für die Ehre des Commonwealth. Alias, Kämpfer der Faction haben Sopot gesichtet. Ich übermittle seine letzte Position. Ja, er ist schon in Sichtweite. Dann knall ihn ab. Ich habe das nicht deutlich gemacht. Ich denke, Sopot ist in diesem Gebäude! Sucht und tötet ihn. Durchkämmt das ganze Gebäude. Diktatoren ausschalten könnte man... Komm schon, Sopot! Gib Alias etwas, auf das er schießen kann, und er wird deinen Kopf an die Wand nageln! Thank you.
kommen zu euch. Verstanden! Ich sehe sie! Gegner kommen näher! Aliens laden und sichern! Alias, wir haben eine Gruppe in einem Gebäude vor dir. Sie werden von allen Seiten angegriffen und brauchen dringend Hilfe. Truppen der Faction sind unterwegs und schlagen Schlachten gegen Soapots Kräfte. Pass also auf, wen du abschießt. Shrike, ein Militärkonvoi auf dem Highway westlich von euch. Knöpft ihn euch vor. Verstanden!
Schüler brauchen deine Hilfe. Unter dem Highway. Die Genforces haben sie in die Ecke getrieben. Zeit, das nah und persönlich zu regeln. Sonst hat Sobot freien Zugriff auf sein Militär. Wir können unsere Position nicht mehr halten. Das mit der Brücke klappt nicht. Nun mach schon, sonst bringe ich dich eigenhändig um. Opfer ein paar Männer, verdammt nochmal! Über alles.
Feuer!
Schiff abgestürzt, haben feindlichen Widerstand unterschätzt. Es interessiert mich nicht, was du getan hast. Wir sollten uns einen Gorilla als Granate nehmen, dass wir sicher haben. Komm sofort her, verdammt und zugedeckt. Okay, das nächste Mal nehmen wir den Komiker, der sich das hier ausgedacht hat, und schubsen ihn raus. Aber ohne Fallschirm. Ich will deine verschissenen Entschuldigungen nicht hören. Dein Leichtsinn gefährdet die Mission. Was ist mit Alias? Kampfschiff abgestürzt. Truppen sind unterwegs zur Absturzstelle. Denn die halbe Armee sucht ihn sicher auf. Dafür haben wir keine Ressourcen. Diese RF-Clowns können wohl ohne ein Kindermädchen nichts machen, aber wir haben keine Zeit.